mit liebevollem Dank an die Gläubigen und die Bevölkerung der Republik Georgien. Ein Dokumentarfilm. Der Triumph des orthodoxen Christentums. Gott breite Jafet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sam. Ist die Zeit von Jafet angekommen? Wer sind diese uralten Leute, die direkte Nachfahren von Jafet beanspruchen und mit den Nachkommen von König David vermischt sind? Auf wen warten Sie schweigend? Wen erwarten Sie in Brünstig? Der Herr wird nicht unbedingt auf den Vollausbau dieses Tempels warten, wenn er zurückkehrt. Momentan sind wir noch nicht bereit für sein Kommen. Worauf bereiten Sie sich das ganze Land fieberhaft vor? Was ist dieses Land, das sich an den Beginn der Zeit erinnert? Das Land von Gold, das sich an den Garten in Eden erinnert. Und an Jason und die Argonauten. Das Land von Wein, das sich an Noah erinnert. Das Land der Apotheker, das sich an Media erinnert. Wie wurde dieses Land von den uralten Juden an den einen wahren Gott erinnert? Und dann wurde von dem ersten Apostel Andreas an den Christus evangelisiert. Und dann von dem letzten Apostel Matthias, dessen sterbliche Überreste hier beerdigt sind. Ist dies das Land der ersten und letzten Sache?
დამთავრებს მე და თავის ქვეყნის მოღვაწეობას და ის არ ზგება ესე ქვეყნის წინაშე და ასე ვთქვათ Persönlich denke ich, dass die Menschheit eine lange Zeit auf Christus zweites Kommen warten müsste. მეორეთ მოსვლას შეიძლება კაცობრიობა დიდი ხანია დავუშვათ ელოდება მაგრამ ძალიან ბევრი ამასობაში წარსდგა უკვე ღვთის წინაშე რა და მნიშვნელოვანი არის არა ის რომ დავუშვათ გინდა თუ არა მეორეთ მოსვლას ელოდებოდე სიტყვაზე არამედ რაღაცნაირად ეს შენი როგორც ფალესობა Wenn wir sterben werden wir alle unser Erdzeit treffen mit Christus erfahren ამდენად აი Es ist wichtiger, jeden Tag zu leben, wie der Herr will, dass wir leben, anstatt herumzusitzen und über die Wiedergeburt zu spekulieren. მას უკვე ემსახუროს ესე ვთქვათ რა იცხოვროს ესე არა გაიგოჯერო რომ უნდა იცხოვროს და მე შეეცადოს რომ ისე იცხოვროს როგორც აი სათნოვარის დავუშვათ აი ღვთისათვის და Welche Botschaft haben Sie für sich selbst und für den Rest der Welt? Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesiegte sein. Und eure Ältesten sollen Träume haben. So, es ist ein Babio. Das ist kein Gamo, mich war nicht so. Das ist kein Gamo, so hat es alle, wo man mir oder so. Das ist ja gerade, aber es Sie hat offenbart, Amerika brennt von oben. Dann hat sie mir die zwei Türme gezeigt. Ich habe gefühlt, als ob ich in einem Zimmer von einem der Türme gewesen wäre. Ich erinnere mich, dass ich hinausgesehen habe und ein brennendes Gebäude gesehen habe. Sie sagte, du musst gehen und sagen, was du gesehen hast. Ich habe der Mutter von Gott geglaubt. Aber wer wird mir glauben? Ein Land, wo auch die Bäume beten. Halleluja! Zeit zu Ende. Um alle die heiligen Sachen auf dem Berg vor der Verderbzeit zu schützen, wird Gott den Berg unter dem Wasser senken. Ein Land, worüber viele heilige Prophezeiungen reichlich vorhanden sind. Prophezeiungen, die bis jetzt dem Rest der Welt unbekannt sind. Es ist nur Mart, Bolo-Periode. Sabolo-Periode, ja, Amit, Uke, Dasturs, Mirrept, Imuela. Schon bekommen wir den Beweis, dass dieses Ereignis ja geschehen wird. Dann werden alle unsere Fragen beantwortet werden. Viele sagen geschehen, Dinge, die schon passiert sind. Aber wenn dieses Ereignis geschieht, wird es ein sicheres Zeichen sein. Wer sind diese Leute, die sich ihre gottgegebene Identität zu vergessen weigern? Sie sagen, dass sie Sünder seien, wie der Rest der Menschheit sei, ohne ihre Bestrebungen und Mühen zugunsten des Herrn. Ihre Geschichte ist mit dem Blut von Jahrhunderten und Jahrhunderten durchsetzt, von dem Märtyrertum und ermüdlichen Kämpfen zur Verteidigung des Glaubens. Sie sind die wenig bekannten Gläubigen der Republik Georgien. Halleluja! Volk des neuen Jerusalems. Halleluja.
Von ihnen gehört der höchste Triumph des orthodoxen Christentums. In Kürze von Noah's Descendants, Noah's Nachkommenschaft, LLC. Der Triumph des orthodoxen Christentums. Der Herr hat seiner geliebten Menschheit eine Gläubigkeit gegeben. Dies ist die Gläubigkeit des Universums. Mach dich bereit, Welt.